Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory. Rune Factory 5. Im letzten Part haben wir ein bisschen was gemacht. Von allem wenig und davon viel. Heute seht ihr, ja, unsere Ruhepunkte sind sehr erschöpft. Aus dem Grund, weil wir im letzten Part ja was Neues hergestellt haben. Und dementsprechend ist es ganz gut, dass wir hier wohl beim Murakumo in die Sauna dürfen. Um anschließend noch mehr zu machen. Ja, wir haben so einiges vor. Und er steht zum Glück da. Guten Tag. Grüß dich, schöner Tag heute, nicht? Ja. Schön, dich zu sehen. Ich möchte gerne ein Bad nehmen. Du darfst heute kostenlos baden. Ich wünsche dir gutes Entspannen. Wieso darf ich mal kostenlos baden? Ich habe das Ding gar nicht mehr ausgerüstet, glaube ich. Na egal, baden wir einfach mal. Kostenlos. Kostenlos ist sowieso am besten. Ach, herrlich. Danke, komm bald wieder. Werde ich tun. Gut, weil ich nach Hause möchte, werden wir uns direkt dahin porten. Es ist immer noch derselbe Tag vom letzten Part, also nicht wundern, dass ich jetzt nicht gießen tue. Das ist so eine Sache, ne? Wenn man täglich nur ein Part sieht, denkt man, ah, ja, am nächsten Tag muss man wieder das Gießen nicht vergessen. Aber nein, es ist derselbe Tag. Und zwar würde ich gerne Medizin herstellen. Erholungstränke zum Beispiel, die heilen uns ja. Ich meine, wir können so einige herstellen. Ganze 12. Kostet natürlich Ruhmpunkte. Aber so kriegen wir dann wenigstens alles beisammen. Gut, Medizin haben wir. Und dann würde ich mal gerne meine Waffe verstärken. Schicker Hut und schicke Weste kann auch mal rein. Genau wie das alles. Erstmal verbessere ich meine Waffe. So, wo ist sie denn? Da. Angriff plus 58. Zutaten. Ich hätte gern mehr Angriff, ne? Magieangriff? Nee. Magieabwehr? Das ist alles für Rüstung, ne? Angriff plus 5. Das ist ja relativ wenig, war aber. Guck mal, großer Kristall, Angriff plus 40. Wenn wir das reintun, das 26.000 einfach. Ist klar, Brudi. Ist einfach klar. Ich hätte gern einen normalen Angriff. Deutlich ein bisschen mehr. So. Müssen wir mal schauen. Aber das wäre natürlich hier, das wäre das Beste. Ne? Aber ich glaube, wir müssen unseren Waffe halt ein bisschen anders verbessern. Angriff plus 5, selbst das ist zu heftig. Was haben wir denn? Einen dicken Stock. Alter, damit töten wir uns direkt instant. Ein Insekten und Angriff plus 3. Ja gut, immerhin etwas, ne? Das ist heftig. Aber gut. Wir rüsten uns das mal kurz wieder aus. Wo ist sie denn jetzt? Da. Das heißt sortiert. So. Können wir irgendwas kurz mal eben kochen? Nein, das wollte ich nicht. Etwas einfaches kochen. Nö. Haben wir da irgendwas im Kühlschrank, was wir essen können? Weil ich will ungern wieder zurück nach Murakumo gehen. Und schlafen will ich erst recht nicht. Können wir mittlerweile das Kochbrot essen? Wo ist es denn? Ganz am Anfang. Rezeptbrot. Nichts gelernt. Na gut, dann müssen wir halt mit dem Ruhepunkt auskommen, was wir gerade haben, ne? Kurz zum Verbessern. Nehmen wir uns mal unsere Weste, oder? Ne, nehmen wir unseren Hut. Unser Hut. Abwehr minus 2, ja, ne. Abwehr plus 1. Das kostet alles viel zu viel.
Ab plus 1. Ja gut, ne? Das ist nicht gerade viel. Das lohnt sich ja beinahe nicht. Ab plus 3. Ich würde gerne mein Schild da irgendwie wirklich verbessern. Weil das wäre halt schon ein Ding, was man auf jeden Fall machen kann. Ab plus 4, das kostet viel zu viel. Wir haben auch Stufe 1 davon, ne? So. Ja, selbst Stufe 1 kostet viel zu viel. Ja, nee, dann müssen wir halt so damit leben, was wir gerade haben. So, und die Schuhe. Wir können ja mal kurz im Rüstungsladen gucken, ob wir irgendwas Neues kaufen können. Also beim Schmied. War das beim Schmied? Oder konnten wir da nur Waffen kaufen? Und keine Rüstung. Weil das lohnt sich halt nicht, bloß 1 und dann so viele Runenpunkte zu verbrauchen. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen leveln. Auf kleinstem Maße. So dass es sich dann irgendwie lohnt. Ich hoffe, es ist jemand zu Hause. Eigentlich ist die Zeit da, dass die hier arbeiten. Guten Tag, darauf. Wenn ich es rausholen könnte, würde immer die Sonne scheinen. Bei Regen fällt die Arbeit schwerer, hast du mir schon mal gesagt. Grüß dich, was kann ich für dich tun? Was verkaufst du denn? Waffen, natürlich. Zubehör, ach so. Magie ab plus 5. Rüstung. Ja, take your time. Du bist mir auch lustig. Ein Hemd. Ab plus 5. Das lohnt sich nicht. Nee, sonst habe ich nichts. Schon gut. Was haben wir denn gerade? Ab plus 9. Ja, siehst du mal. Das lohnt sich nicht. So, reden wir nochmal mit ihnen. Bei so schwer, da bekomme ich Lust auf Picknick, du nicht? Also die Dame, die den Gemischtwarenladen führt, Misasaki, die weiß echt, was sie tut. Ja, das ist... Ja, komm, das Gespräch hatten wir ja schon mal. Dafür gieße ich dir jetzt deinen Schuh. Ich würde ungern Murakumo schon wieder behelligen, ne? Weil Runenpunkte... Sie gehen uns aus. Haben wir sonst noch irgendetwas zu tun? 5 Rettiche? Ja, Versandrate. Keine Ahnung, wie ich das da mache. Und hier im südlichen Vulkan, Kelf-Vulkangebiet. Ein Garma. Was ist ein Garma? Ich probiere mal aus, ob wir zu Murakumo können. Ob er uns heute nochmal gratis da reinlässt. Das wäre schon ziemlich lustig. Und dann, bevor wir dieses Garma machen, würde ich ganz gerne mein Geld verschwenden. Ich möchte ein Bad nehmen. Ich darf voll kostenlos baden. Yes! Gut, kann ich überspringen? Muss ich das nochmal sehen? Ich meine, ich sehe schon fresh aus, ne? Gut. Das hat uns das Baden gelevelt. Ach, dass man von hier aus nicht dahin kann, ne? Das nervt mich. Gut, bevor wir jetzt dahin gehen, würde ich dann erstmal mein Geld irgendwie verschwenden. Zumindest das meiste. Oder investieren. Sagen wir eher investieren. Wenn uns das Spiel lässt, natürlich. Ich meine, wir können auch mal im Restaurant gehen, aber... Warten wir nur kurz ab. Und ich würde gerne... Ist das das Doppel? Ist das der Wasserlaser? Wasserlaser. Ist dasselbe, ne? Ja gut, dann vergiss es. Und perfekte Wetter für ein Schläfchen. Ich brauche nichts eigentlich. Kann ich bei dir was kaufen? Ja, ich würde gerne dein Möbel sehen. Oder sagen wir... Ich würde gerne etwas renovieren. So. Dann werden wir einfach mal... Das kostet Punkte, das ist so nervig. Ich würde gerne Geld ausgeben. Ja. Zeig mal deine Möbel. Komm.
Zu meinem Haus bitte. Was haben wir denn noch? Was können wir denn noch holen? Mixer. Das kostet alles nur Punkte. Das kostet wirklich tatsächlich nur Punkt, Stuff. Nee, gar nicht wahr. Ich habe mich verguckt. Das kostet auch Geld. Kochtisch. Dann holen wir uns ein Messer. Find everything you need and a few things you didn't. Zeig mir nochmal die Möbel. Ja, okay, Lagerbereich ist voll. Dann zeig mir nochmal deine Möbel. Dann nehme ich selber mit. Messer und Bratpfanne. Gut. Dann gehen wir mal kurz nach Hause. Stellen das mal ein bisschen um, glaube ich. Und dann müssen wir hier nochmal zurück. Das andere Zeug holen. Das ist ein Aufwand, ich weiß, ich weiß. Aber das machen wir jetzt mal eben schnell. So. Messer. Aufheben. Komm einfach mal daneben hier. So. Dann zurück zur Studio Palmo. Ey, das ist heute auch ein Ding, ne? Das ist heute ein Ding. Alles. Ein Ding der Unmöglichkeit. Und da müssen wir jetzt auch gleich noch schleppen. Oh, jetzt Möbel schleppen. Darauf habe ich jetzt Lust. Wow, habe ich darauf Lust. Ja, ich denke mal, danach werden wir uns um diesen komischen Garm-Ding kümmern, dieses Monster. Und dann gehen wir bei uns bald wohl auf den Weg mal zu dem nächsten Dungeon. Ich meine, was hält uns auf, oder? Aufheben. So. So langsam habe ich das Gefühl, dass ich alles draußen hinstellen soll, nicht in meiner Bude. Wobei ich mir unsere Bude auch gern mal irgendwie vergrößern will, aber wenn, wenn ich halt jedes Mal sterbe, dann dauert das seine Zeit. Aber gut, im Sommer habe ich mir gedacht, benutzen wir den Drachen da oben und werden dann eine richtig große Menge anbauen. Dass uns das Geld, sodass wir im Sommer schön viel Geld verdienen können. So. Dass ich keinen Muskelkater bekomme, ne? Oder dass es an der Ausdauer zehrt. Ach du Heilige, das ist auch so richtig furchtbar hier. Mann, Mann, Mann. Dass ich es nicht irgendwo hinstellen kann. Können wir es hier hinterstellen? Ist ja alles ein Weg. Oh Gott, ich komm noch durch. Ich muss mein Haus vergrößern, das ist unfassbar. Gut. Wir müssen irgendwie hier ins südliche Vulkangebiet. Ich denke mal, das wird irgendwo hier sein. Und dieses Gamma da einfangen. Was auch immer das sein wird. Ich weiß es nicht. Wir haben es ja angenommen, ne? Ich habe schon vergessen, wie das aussieht, weil nochmal kurz noch den Namen abchecken. Ich meine, ich werde es sehen, ne? Vom Leuchten her. Gesucht ein Gamma. Ich weiß noch nicht, was ein Gamma ist, aber ach, das Ding. Oh, das ist rot. Da wurde mir vorgewarnt, dass ich mich da, dass ich aufpassen muss. Ja. Das ist sehr viel für uns, oder? Wir machen auf jeden Fall einen Crit. Nee, das ist zu heftig für uns. Gut, dann weiß ich Bescheid. Au, au, au. Das ist viel zu heftig für uns. Würde ich nur verrecken. Ich überlege. Gut, dann werden wir was anderes machen. Wir werden jetzt Saat kaufen. Sehr viel. Eigentlich hatte ich das erst im Sommer vor. Aber
Wir haben da quasi keine andere Möglichkeit. Wir müssen ja auch eigentlich Geld machen. Viel Geld und viel Holz und so weiter. Und sowas. Das werden wir alles noch sammeln müssen. Aber man kriegt halt nur eine bestimmte Menge pro Tag, ne? Guten Tag. Ja. Heute darf ich mich ganz allein um den Laden kümmern. Freut mich. So, zeig mal bitte dein Zeug. Gut. Wie lange braucht das nochmal? 2 Tage. Alles gut. Das dauert 5 Tage, aber das dauert mir zu lange. Gib her das gute Zeug. Nein. Schon gut. Werden wir jetzt anpflanzen gehen. Ich meine, warum nicht? Schade, ich muss halt für den Gamma muss ich halt wirklich noch leveln. Ich weiß nicht, welches Level das Ding hat. Gut, dann erstmal hier machen und tun. Den billigen Hammer. So. Alles rein. So, sehr gut. Das levelt auch immerhin. Kannst du bitte zum nächsten springen? Ach, das ist so furchtbar gemacht. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Leider. Nochmal. Wir müssen halt mitnehmen, ne? Wir müssen halt mitnehmen. So. Halt. Kannst du weglegen. Wenn wir davon welche herstellen, davon welche hier weglegen. So. Die können wir behalten. So. Kräuter immer behalten. Da liegen auch wieder welche. Medizinkraut und anderes Kraut. So. Da drüben ist noch ein Baumstumpf. Ein verrotteter. Komm rein hier. So, einsammeln bitte. Ich will das ein bisschen cleaner hier haben. Ach Gott, das ist auch furchtbar. Ach, man kann es ja anvisieren, ne? So. Kurz mal die Sichel. Oh Gott, ey. Wieso ist das so? Gut, damit können wir später kochen. So. Und dann werden wir hier mal ein bisschen noch mal was machen. Wobei, wir haben hier noch kleine Äste. So. Ja, freu dich nicht so. So, reinwerfen. So. Dann werden wir ein bisschen Spinat anpflanzen werden, hier tun. Hack doch nicht bitte dahin, wo du... Was auch immer. Kann ich dich mittlerweile aufladen oder muss ich dafür auch die stärkere Version kaufen? Ja, ich muss dafür auch die bessere Version kaufen. Beziehungsweise herstellen. Na gut, alles mit der Zeit, alles mit der Zeit. Hauptsache den Acker erstmal bestellen. Ich mach einfach alles voll hier jetzt. Gut, kannst aufhören zu hacken. Ach, das tut in der Seele weh hier. So. Kann ich das aufladen? Das kann ich zum Glück aufladen. Das ist natürlich vom Vorteil.
So. Wenn er nicht mal dasselbe labern würde, meine Güte, der ist halt so. Das war's schon? Nee, ich hab doch noch drei. Da. So. Und das war's. Gießkanne. Ein Viererfeld. So. Du darfst gerne weiter da. Junge, siehst du nicht, dass das Wasser schon nass ist? Dass der Boden schon nass ist? Ja, die fasst wahrscheinlich mehr, ne? Mehr Volume. Die Gießkanne. So, dass ich nicht so ganz häufig weg einkaufen muss. Wasser holen muss. Einkaufen muss ich auch. Mach das nicht einfach jetzt mit. Komm. Kann ja nicht schaden. Kann ja nicht schaden. So. Alles ist gegossen hier. Und das Feld ist sauber. Das erste Mal im Let's Play. Gut, wollen wir oben auch nochmal sauber machen? Ja, ne? Machen wir oben auch sauber. Felder aufräumen. Ach du Heilige. Jo, hier ist eine Menge zu tun. Kloppen wir erstmal Steine. Wie sich halt nur einer da raustraut. So. Einsammeln bitte. Ich habe nur Angst, dass bald der nächste Sturm kommt, beziehungsweise der erste. Und dann sieht es ja aus wie Kraut und Rüben, aber das sieht ja jetzt schon aus. Ach komm! Dass ich immer erst davon weit nochmal rüberlaufen muss. Dass man die Steine nicht anvisieren kann. So, schön einsammeln. Ach ja. Sowas mag ich ja, ne? Wie sieht das an? Also das Farming, muss ich ehrlich sagen, das war Drone Factory 4 ein bisschen alles irgendwie viel einfacher zu bewerkstelligen. Und verzeiht mir, wenn ich das hier nicht unbedingt jeden Part machen möchte. Weil dafür ist das noch ein bisschen viel. Und ein bisschen auch. Ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber. Schon etwas, ne? Natürlich muss man das erledigen. Selbstverständlich. Aber. Es muss ja getan werden. Und. Ich meine, wir brauchen das ja. Habt ihr ja gesehen. Ich würde gerne auch meine Häuser erweitern und so weiter, aber uns fehlt halt der Platz, ne? Uns fehlt einfach der Platz. So. Nein, dann bitte. Ah, so viel zu erledigen. Wenn was anderes kommt, dann. Wenn was anderes sich in den Weg stellt bei uns, dann ist er nicht mehr so ganz zuverlässig, was das Holzsammeln angeht, beziehungsweise zum nächsten zu springen. Der will das nicht so wirklich tun. Gut, sammeln wir das Zeug hier ein. Haben wir hier oben auch so ein Ding? Nö. Gut, dann kann's weg. So. Noch irgendwo mehr davon. Wow, das ist eine Arbeit. Das ist eine Arbeit. Gut, mehr ist davon nicht. Gut. Oder doch.
Ach Gott, das ist dieses eine Gras da. Also man kann ja nur 9 Stück auf gleichzeitig tragen. Das ist ärgerlich. Gut, dass man es vom Weiten schon einsammelt, ey. Ach Gott, ey. Wirklich? Wie viel liegt denn davon hier rum? So. Das muss ja auch sauber gemacht werden hier. So. Das nehme ich ganz gerne mit, das Gegengriffgras. Warum müssen das immer alle unterschiedliche sein? Die sehen von Weitem so gleich aus. Hä. Nee, ist hier nicht, Dutter. Gut. Wir haben es ja gleich geschafft. Was ein Aufwand. Ach, da ist ja Rotes. Zack. Zack. Nice. Freue ich mal nicht zu früh. Noch haben wir hier nichts gehackt. Noch ist es hier nicht sicher. So. Da noch was. Ach komm, please. Auf dem Feld will er es nicht einsammeln. Das ist so schlimm hier. Genau. Da will er es. Das ist halt so unnormal, weil er das Feld anvisiert. Und nicht die andere Zeug. So. Hack halt nicht so viel. Du brauchst nicht so viel. Vor allem, wenn da nichts mehr auf dem Boden liegt. So. Und hier. Gut. Einsammeln. Und dann fehlen uns nur diese komischen Rüben da. Diese. Was auch immer das ist. Sprossen. Bambussprossen. Ach, come on. Ich bin doch eben gerade erst. Na gut, dann machen wir es auch noch. Hack nicht so viel. Ich will das Feld auch noch heute begutachten, wenn das leer ist. Frei von ganzen Unkraut und Stuff. So, irgendwo habe ich ein Stück Holz noch gesehen. Ein Stück Holz. Das spawnt einfach, wie es will. So. Auch dieses Feld ist nun endlich sauber. Was eine Odyssee. Gut, und wenn wir gerade hier sind, bürsten wir mal unsere Tierchen. Weil die haben ja noch nichts zu essen. Die haben noch nichts zu essen gekriegt. Dauert noch ein bisschen. Wird auf jeden Fall noch passieren. Ja, also wusste ich einfach, dass die hier noch nicht so wirklich liegen. Dass die noch nicht so wirklich hier Zeug hingelegt haben. Du wirst mir noch eines Tages viel Geld bringen, das sage ich dir. Nach wie auch immer. Auf nach Hause. Es ist schon spät. So, und mit dem ganzen Geld, was wir hier kriegen, könnten wir auch unsere Monsterfarm erweitern. Da müssen wir uns allerdings erstmal mehr Futter angehäuft haben, sodass sie auch wirklich lohnt. Sodass wir auch nach einer Zeit auch mehr Stuff da rausholen können. Ansonsten würde ich sagen, war's das für diesen Part. Ja, das war's. Wir haben heute sehr viel erreicht. Davon wie immer wenig. ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall morgens früh starten, damit wir das Event mit Fuka sehen werden. Und dann würden wir, denke ich mal, uns auf den Weg zum nächsten Dungeon machen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.